Hier ist nix. Ich gehe mal nach hier hinten. Da habe ich Stampfen gehört, oder? Kann auch sein, dass es die Musik war. Da ist ein Bogenschütze. Ja, von dem hau ich ab. Da habe ich keinen Bock, mich mit dem zu beschäftigen. Ich laufe nochmal nach da hinten hin, wo wir das eine Mal schlummern, zwei Sterne Askeln gefunden haben. Ich weiß, das bedeutet nicht, dass da noch einer ist, aber da gucken wir einfach mal nach. Hauptsache, es wird viel gespawnt. Denn, ich habe auch gelesen, man muss sich wohl bewegen. Da, achso. Wow! Schon wieder einfach einer von der Ecke. Ey, was ist das immer? Energieschild. So. Elementarmagie, sehr gut. So. Oh, sie haben ihn reingekloppt. Ja gut, wenn er reingekloppt ist, dann ist er reingekloppt. Was soll's. Kann er da drin bleiben. So. Ja, wenn ich jetzt weggehe, könnte er despawnen, ne? Ja, egal. Ich lasse ihn da jetzt drin. Völlig egal. Wir können, wenn wir nachher, also wenn die Nacht vorbei ist, nochmal nachgucken. Da ist wieder einer. Schon wieder habe ich ihn nicht gesehen. Ich schleiche sich echt immer mies an, ne? Reißt. Gut. So, hier haben wir einen Stein, da kann ich mich schützen. So. Ja, mit Frost geht das easy. Vor allem ist er dann immer verlangsamt. Das ist das Praktischste daran. Reißt. Vorsicht, Vorsicht. Er hat mein Schild zerstört. Ah, er hat ihn umgebracht. Sehr gut. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wow, 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 wow. Und tschüss. Energieschild. Schnell, 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 schnell. Zack. So. Den Loot. Und dann nochmal hier lang. Da ist ein Asquin, der gebrannt hat. Gut. Ja, den muss ich auch killen. Komm her. Hier bin ich. Ist da noch einer? Ja. Auch ohne Stern. Hm, die locke ich mal zum Felsen. Wo ist denn der andere? Ist der abgehauen? Ich glaube ja. Ich gehe mal hier hin. Oh, ich treffe nur den Stein. Shit. Der andere Aspen kommt bestimmt auch gleich um die Ecke, ne? Ich sehe es doch schon wieder kommen. So, Frost. So. Dann nochmal hier hin. Und in Deckung vom Bogenschützen. Oh, oh. Energieschild. Und tschüss. Und Frost. Und den Askwin gekillt. Was macht er mich platt? Nein! Ach so, ich habe keine Ausdauer. Oh, oh. Nein! Hui! Sehr gut. Und jetzt mache ich mal den Bogenschützen da platt. Der geht mir richtig auf die Nerven. Ich wollte gerade ein Geschlechtsteil nennen. Und Energieschild. So, aber ich glaube, es wird allmählich wieder hell, oder? Ja, nee, ich glaube, es ist noch dunkel. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Noch könnte es sein, dass hier tatsächlich einer mit zwei Sternen kommt und wir könnten ihn noch fangen, aber... Dann müsste es jetzt mal allmählich passieren. Da ist ein Krieger, vor dem versuche ich mal wegzurennen einfach. Oh, Pilze. Sehr gut. Hier komm. Askwin. Ohne Stern. So. Und dann laufe ich mal hier hin. 7. So. So. Ja, die Wurzeln machen das schon. Ja, es wird wieder hell. Jetzt wäre es allmählich zu spät. Wenn wir jetzt einen finden, dann könnte es echt zu knapp werden. Askwin ist down. Er mit dem Loot. Und hier ist Ascheholz, das nehme ich auch mit. Start Osten. Oh, Alter, sind hier schon wieder... Viele Bogenschützen, ich hau ab. Tschüss.
Ich gehe mal hier zum ausgebuddelten Loch. Ist der Askwin da noch drin oder ist der despawned? Ist da noch drin? Mhm. Dann könnten wir den sogar tamen. Weil wir brauchen ja auch immer noch einen zweiten, ne? Obwohl, wenn ich hier einen zweiten hinmache, reduziert sich dann die Spawnrate? Nee, weil es kein feindlicher Askwin ist, ne? Ich glaube, ich tame ihn gleich mal. Jungs, entspannt euch. So. Alter, wollen diese Bogenschützen. Machen mich kirre. Und. So, tschüss. Energieschild. Und ich mache mit Feuerball down. Und noch ein. Alter, noch mein Energieschild zerstört. Gut, so sei es. Oh. So, dann du. Jetzt Frost auf den Kopf. Dann mache ich hier die... Oh. Mache ich hier die Workbench wieder hin. Herstellung, Dingens. So hatte ich die gebaut, ne? Dass ich hier immer schön entspannt nach oben gehen kann. So. Und hier schmeiße ich mal ein bisschen Zeug runter. Und lass es dir mal schmecken. Und dann baue ich das auch dicht. Nicht. Nein, ich baue das nicht dicht. Das würde ich dicht bauen, wenn da einer mit Sternen drin wäre. Aber ohne Sterne nicht. Ah, hier ist auch Straußenfahren endlich nachgespawnt. Hör damit. Dann hier doch bestimmt auch. Jo. Und war hier hinten nicht auch was oder ist es mittlerweile zerstört worden? Ja, ist zerstört worden. Gut. Ja, dann frisst du mal. Da kommen auch Herzchen hoch, glaube ich, ne? Nee, der muss, glaube ich, erst unsere Agro weg haben. Ich gehe mal nach hier oben. So wie wir das letztes Mal gemacht haben. Stelle mich davor und warte 30 Minuten exakt. Denn so lange braucht es, ein Askwin zu zähmen. So, hier habe ich mich hingesetzt. Weil hier sind wir ja safe, ne? Gut, das heißt, ich spule das vor und würde sagen, bis gleich. So, und ich glaube, es neigt sich allmählich der Nacht. Das bedeutet, er ist zwar noch nicht getamed, aber ich gehe mal zurück, ruhe mich gut aus, bereite mich vor und wir machen hier dann direkt noch eine Runde, oder? Nachts, natürlich. Aber ich weiß nicht genau, wie spät es gerade ist. Es sieht allerdings aus, als ob gleich die Sonne untergeht. Ich würde deswegen jetzt schon mal zurückgehen und mich vorbereiten auf die Nacht, würde ich sagen, oder? Also, let's go. Und weil ich nicht genau weiß... Ja doch, es ist gerade schon spät, sehr gut. Ich weiß allerdings nicht genau, ob das Zeug reicht, das wir da reingeworfen haben. Ich glaube ja. Ich nehme trotzdem noch ein bisschen was mit. Ach ja, stimmt, wir haben ja noch Loot. Den muss ich erstmal loswerden. Alter, ist das schon wieder am Längen mit dem ganzen Loot. Meine Herren. Ah ja, stimmt. Und wir kommen ja auch gerade aus den Ashlands. Ne? Ja, jetzt legt sich wieder. Okay. So, Kroidas. Da nehme ich nochmal 15 raus. Ich glaube, das reicht. So. Und dann gehen wir kurz nach oben uns gut ausruhen. Natürlich. Weil das ist ja das, was wir immer vergessen. Und außerdem Food, das baller ich mir dann gleich rein, sobald wir durchs Portal gehen. Ja, obwohl, diese eine Minute macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Komm, rein damit. Und gehealt. Und vor allem natürlich ausgeruht. Komm, beeil dich. Na, was heißt beeil dich? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Hauptsache, der Askwin despawnt jetzt nicht. Aber er hat ja schon was gefressen, ne? Dann despawnt er ja nicht. Zumindest nach meinem Verständnis. Das würde mich jetzt wirklich stark wundern, wenn wir zurückkommen. Und er ist nicht mehr da. Nicht hier, sondern hier. Ja. So. Und dann warten wir wieder auf die Nacht. Er ist da immer noch. Mit goldenen Herzchen. Hm, ich habe auch überlegt, jetzt schon ein paar Feinde zu killen. Aber... Das bringt nichts, weil das müssen wir nachts machen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass wir da eine Workbench haben und deswegen der ganze Krempel hier nicht despawnt. Deswegen sammle ich den mal auf und schmeiße ihn weg.
Nicht ehrlich. Sonst ist es hier die ganze Zeit immer nur am Ablenken. So, hör damit. Den ganzen Müll. Ist ja vor allem nur Grausten, glaube ich, ne? Schmeiß ich mal hier hinten in die Lava. Nicht ehrlich. So. Ja, das hier behalte ich natürlich. Das und das. Ja, Knochen kommen, Alter. Weg damit. So. So. Hier, hier. Und den noch. Aber hier hinten liegt auch noch was. Gut möglich, dass wir überladen sind. Sind wir auch. Ja, weil das hier sind auch mehrere Stacks, ne? Hier ist noch ein paar kurzer Knochen. Ich sammle erstmal das auf. So. Hier haben wir einen 35er Stack. Hier ist gut. Das passt nicht ins Inventar. Gut. Ja, dann, ich hoffe, dass jetzt kein Feind kommt. Sieht aber gut aus. Oh, da ist doch noch Kräuterzeugs. Da ist es. Straußenfaden. Ich meinte doch, da ist alles zerstört worden. Ist es gar nicht. Ich hoffe, wir sind hier außerhalb der Reichweite. Ja, ne, sind wir locker. Also das sollte definitiv despawnen. Weg damit. Weg damit, weg damit. Und Knochen auch. So. Und dann liegt hier noch was. Ja, zwei Fufi-Stacks. Kein Wunder, dass ich die nicht mitnehmen konnte. Gut. Weg damit, weg damit. Dann haben wir hier nämlich ein bisschen aufgeräumt. Und das Holz hier, keine Ahnung, was liegt denn da drin? 10 Kohle, ja, her damit. Gut. Hier haben wir noch ein bisschen Straußen fahren. Und hier ist noch mehr Müll. Ach, das ist der gewesen. Gut, ich dachte schon, da war ein Morgen. Es wird ein wenig dunkel, aber wir gehen erst los, wenn die Nachtmusik begonnen hat. So, das weg. Das können wir theoretisch behalten. Und ich mache mich mal platt. Kommen wir hier hinten hin. Ja, da kommt auch der Bogenschütze. So, lande mal neben mir und spreng dich. Achso, macht er nicht. Gut. Dann jetzt bestimmt. Ja. Sehr gut. Pilze. Und den mache ich schon mal jetzt platt. Ah, speichere Welt. Stimmt. Das bedeutet, die Nacht beginnt gleich, ne? Ja, es wird auch schon unangenehm düster. So sei es. Gut. Aber ich sollte hier noch nicht rumrennen, ne? Das erhöht ja die Spawnrate. Und das heißt, es wird zwar was gespawnt, aber nichts mit Sternen. Also selbst wenn Asquins gespawnt werden, ist es ein Waste, sozusagen. So. Was ist eigentlich mit dem Asquin? Hä, jetzt ist er doch despawned. Oder wie? Wieso? Hä? Weil wir weggegangen sind? Wir haben ihn doch schon zum Teil getamed. Also habe ich jetzt sinnlos da oben gestanden, oder was? Könnt ihr mir das jetzt mal erklären, warum der despawned ist? Wenn er doch gegessen hat, ist er ja angetamed. Er ist ja nicht gestorben, sonst wäre sein Loot hier unten. Er ist despawned. Wie kann er despawn... Wie kann er... Hä? Vor allem hat er denn doch gar keinen Stern. Wir haben Schaden gemacht. Der hatte halbes Life. Und wir haben ihm zu fressen gegeben. Er ist trotzdem despawned. Ich dachte mittlerweile, ich kenne dieses Spiel. Ein Scheiß kenne ich das Spiel. Hä? Das müsst ihr mir bitte in den Kommentaren erklären. Das schnalle ich gerade nicht. Aber gut, das wird nicht despawnen. Weil hier ist ja die Workbench. Soll ich es trotzdem aufnehmen? Ich nehme es trotzdem auf. Weil nachher geht die Workbench kaputt und dann ist so viel Straußenfahren verschwendet. So, komm mal hierher. Energieschild. So. Boah, der viel Life. So, aber trotzdem down. Hä, dreist. Ach so, weil sein Kollege mich vorher mit einem Schädel getroffen hatte, ne? Gut. Ich dachte, jetzt kommt schon wieder irgendwas von hinten angekrochen. Gut. Aber ich wollte nicht kämpfen, wenn es noch nicht Nacht ist. Ich warte noch einen Moment. Ich gehe erstmal in Sicherheit hier oben, damit nichts weiterkommt. Und wir warten die Nachtmusik ab. Da weiß ich nicht, könnte ich das vielleicht wieder cutten, ne? Ein paar Sekunden. Aber das mit dem Despawn, das verstehe ich echt nicht. Bin ich sehr auf eure Kommentare gespannt. Weil ich war mir ziemlich sicher, dass der da jetzt drin bleibt. Muss passiert sein, weil wir durchs Portal gegangen sind, ne? Glaube ich. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Na gut, wie auch immer, ich cutte das, bis die Nachtmusik beginnt. Also, setzen. Und ich würde sagen, bis gleich. Hä? Willst du mich verarschen? Ich sitze hier die ganze Zeit und es ist auf einmal Tag! Es kam überhaupt keine Nachtmusik, oder bin ich jetzt bescheuert? Hä? Okay. Toll. Dann habe ich jetzt sinnlos... Okay. Dann cutte ich das. Entschuldigung, das war ja gerade mega Fail. Ich habe mich schon gewundert, warum mir nichts passiert. Und warum das so lange dauert. Ich bin gerade maximal verwirrt. Wir sind doch extra im Abend hierher gekommen. Gut, wie auch immer. Sorry. Das war ja jetzt wirklich selten dämlich. Ich hatte nämlich eigentlich gehofft, dass wir jetzt nochmal auf Jagd gehen können. Weil ich wollte nämlich eigentlich auch die Aufnahme beenden. Es ist nämlich schon ganz schön viel Zeit verstrichen. Vor allem durch das sinnlose Gewarte. Und das mit dem Despawn verstehe ich immer noch nicht. Ja gut, sorry. Das war jetzt mega Fail. Dann machen wir es die nächste Aufnahme. Ich will diesen Asquin unbedingt haben. Und vorher bin ich nicht satisfied. Also so oder so müssen wir das machen. Gut, keine Ahnung, was das gerade war. Da war ich gerade maximal Brain AFK. Wie auch immer, hindurch. Hä, aber jetzt ehrlich, ich habe doch eben... Ich habe so aufmerksam gehört, ob die Nachtmusik beginnt oder nicht. Und ich habe mich schon gewundert, wieso ist es so dunkel, aber es wird nicht Nacht. Das hat... keine Ahnung, was da gerade los war. Okay, wie auch immer. Tut mir leid. Ascheholz weg. Knochen, Kohle und jede Menge Kräuters. Also hier hinein. So. Ja, dann muss es wohl nächste Aufnahme sein. Ich habe jetzt vor allem diese Aufnahme auch eine ganze Menge nichts gemacht, sondern einfach nur gewartet, bis es wieder Nacht wird. Oh Mann, ey. Jetzt komme ich mir gerade richtig dämlich vor, bin ich ganz ehrlich. Gut. So, Stoffe. Knochen. So, dann Holz. Edelholz. Noch mehr Stoff. Außerdem Feuer und Pilze und Kohle und den ganzen Krempel. Schmeiß ich mal hier runter. So. Und habe ich hier noch mehr Feuer? Ja, da, Sötlingskerne. So, dann gehe ich mal durch und sammle alles auf. Dann haben wir nämlich Feuer schon mal weg. So. Ja, hat sich auch alles richtig einsortiert. Sehr gut. Das Holz hätte ich auch ganz gerne eigentlich, damit ich das hier mal wegkriege. Oh. Gut, dann halt das Yggdrasil-Holz. Und er nimmt natürlich nicht das Holz. Gut, ein paar Eggs haben wir gefunden. Na toll. Dann haben wir hier Monsterorgane. Das Kupfer, ganz ehrlich, das schmeiß ich weg. Wir haben so viel von diesen Erzen. Und da reicht es mir langsam. So, hier ist ein Special-Knochen. Das sind Dwerger-Trophäe. Den Special-Knochen schmeiße ich mal hier rein. Und dann nehme ich mal das Holz hier. Das, das und das. Und schmeiße es hier rein. Dann hindurch. Kohleharz. Das kommt hier rein. Beziehungsweise verkohltes Harz. Dann Federn. Barren. So, dann Stoffe haben wir ebenfalls wieder ein paar. Chitin. Hier sind noch mehr von den Kryders. Die habe ich einfach immer weggeworfen, ne? Gut. Oh, das finde ich gerade übelst unsatisfying. Ich hab eben gerade so gedacht, so, jetzt noch eine Nacht machen wir noch. Und dann... bin ich gerade maximal verwirrt. Gut. Wie auch immer. Stein. Dann diese beiden Dinger hier und noch eine Laterne. Die kommen zu Metallteilen. Oh, Alter, davon haben wir mittlerweile ordentlich. Dann Möbel. Hier. Was sollen wir mit so vielen Laternen? Naja, haben ist besser als brauchen. So, dann das her. Unterkiefer, ne, passt nicht mehr. Aber hier Marmor rein, dann passt es. So. Sehr gut, Unterkiefer. Kupfer. Und Morgensehne. Kupfer.
Kupferbarren. Heißen die nicht Kupferbarren, sondern nur Kupfer? Tatsächlich. Ich bin nie aufgefallen. Gut. Morgensehne. Und was haben wir hier noch? Erz. Das bringe ich gleich runter. Trophäen. Hier. So. Dann Monsterorgane. Hier. Hat sich das richtig einsortiert? Ja, ne? Gut. Schuppen. So. Noch ein wenig von dem Aspenfleisch. Hier hinein. Beeren. Stimmt. Harz und Beeren nochmal. Da müssen wir gleich nochmal losgehen, leider. Hier ist noch mehr Kupferschrott. Obwohl, warte mal. Ich mach das anders. Ich nehme es doch mit runter und packe es mit in unsere komische Überkiste. Weil ich habe auch keinen Bock, dass ihr... Flauschi, an mich tust du mir echt leid. Ach du. So, weil hier ist nämlich voll, ne? Das meine ich. Dann machen wir es folgendermaßen. Dann packe ich hier einen 30er rein. Den 14er hier hin. Den 30er hier rein. So. Machen wir es so. Ne? Und die kommen hier ebenfalls noch weg. Yggdrasil und Augen. Auch das kriegen wir hin. Yggdrasilholz. Hier. Ah, ne. Da. So. Und Augen hier. So. Dann nehme ich wieder ein paar Kräuter raus. Einen halben Stack. So. Und wir bereiten uns vor, dass wir das nächstes Mal nämlich einfach weitermachen können. Und zwar packe ich beides hier in die Kiste rein. Zack, zack. So. Außerdem setze ich mir die Krone auf. Und das hier mache ich weg. Und wir gehen auch mal Harz holen und Beeren, ne? What I say? So, hier. Hä? Ach, weil die Wurzel down war, ne? Naja, gut. Hey, 4 nur? Ist ja erbärmlich. So, dann nochmal Felderbase. Und nochmal die Trauben gepflückt. Wenn die mal hinne machen würden. Bitte? Mit ihrem Gespawne. Das dauert mir nämlich immer viel zu lang. Da. Hab ich dich. Ich spawn auch immer random, ne? Also schon klar, diese Trauben, die sind letztes Mal an der gleichen Stelle gewesen. Aber die und die da oben zum Beispiel, nicht. Ich glaube, das ist random. Oder es gibt vordefinierte Spawnpunkte. Zum Beispiel hier haben wir, glaube ich, letztes Mal auch gepflückt. Aber da waren sie als erstes. Dieses Mal waren die zuerst da und haben die deswegen, glaube ich, gehindert. Ich glaube, die beiden Dinger sind zu dicht beieinander. Kann das sein? Sie braucht schon auch echt Fläche, damit sie sich gegenseitig nicht behindern. Aber ich weiß es nicht. Auch das würde ich gerne mal von euch in den Kommentaren erfahren, ob ihr das wisst. Oder ob man das überhaupt weiß, wie das mit dem Spawnverhalten ist. Weil ich habe das Gefühl, das war's schon wieder, ne? 18. Ah, hier oben liegt noch was. Na gut, Samen. Ja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, auf Wiedersehen. So, ab nach unten. Oh, ich muss gerade daran denken, wie unsatisfying ich da jetzt die ganze Nacht sinnlos stand. Also, euch stört es wahrscheinlich nicht, weil ich cutte das ja. Aber ich habe da jetzt... Komme mir echt gerade wie ein Trottel vor, dass ich da warte, obwohl eigentlich Nacht ist. Hab's überhaupt nicht geschnallt. Gut, wie auch immer. Ab nach oben. Und lasse ich die Sachen da, weil eigentlich brauchen wir sie doch nicht mehr, ne? Ich hatte sie ja beiseite gelegt, weil wir vielleicht einen neuen Spot brauchen. Aber das können wir ja knicken. Nee, ich sortiere das wieder ein. Ne? Oh, und ich sehe auch gerade, wir müssen dringend reparieren. Auch das muss sein. Komm. So und so. Dann hier. Hier. Ach ja, genau. Die Äxte werden ja hier repariert. So und hier nochmal. So, perfekt. Ab nach oben. Ich habe die Schwade immer noch aktiv. Nicht? Also ich habe sie nicht aktiv, aber ich habe sie noch dabei. Das meine ich. Stopp. Werkzeug weg. Finde ich gar nicht schlecht. Sowohl bei Asquin-Jagd war es doch nützlicher, als ich dachte. So ganz ohne Licht, ne? Weil wir gehen ja immer mit Kapuze dann raus. Und
Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das bedeutet, das würde ich tatsächlich auch im Inventar behalten. Und auch wenn wir auf Aspenjagd gehen, immer die Schwade anmachen. Ne? Und nächste Aufnahme wird dann der Aspenjagd. Und dann aber wirklich. Da wird dann nicht die Nacht durchgewartet. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und lasst gerne ein Abo da und ein Like und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und auch diese ganzen Fragen, die ich gestellt habe, gerne beantworten. Das würde mir sehr helfen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.